Verehrte Zuschauer, im letzten Teil der Dokumentationsserie über Indochina wird der Grenzkonflikt zwischen Vietnam und der Volksrepublik China geschildert. Diese Konfrontation setzt sich im Dschungel von Kambodscha fort. Peter Scholl-Latour ist soeben von einer Reise nach Vietnam zurückgekehrt. Zum Abschluss befasst er sich mit den jüngsten Entwicklungen in diesem kommunistischen Staat, der vor mehr als einem Jahrzehnt seine Wiedervereinigung vollzog. Er schildert die Bemühungen um ideologische Entkrampfung im Politbüro von Hanoi. Eine trügerische Ruhe war in Südvietnam eingekehrt, nachdem Amerikaner und Nordvietnamesen am 27. Januar 1973 ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hatten. Selbst die Bauern in den Reisfeldern wussten nicht mehr genau, wo das Einflussgebiet der Nationalregierung von Saigon aufhörte und wo die sogenannte befreite Zone des Vietcong und seiner nordvietnamesischen Verbündeten begann. Jeder ahnte, dass es sich nur um eine Stille vor dem Sturm handeln konnte. Im Schutze des Waffenstillstandsabkommens hatten sich die regulären Einheiten der nordvietnamesischen Volksarmee bis 60 Kilometer an Saigon herangearbeitet. Diese vorgeschobenen Einheiten wurden über den Ho Chi Minh-Pfad massiv verstärkt. Zwei Jahre brauchte das Oberkommando in Hanoi, um die Voraussetzungen für die entscheidende Schlussoffensive zu schaffen. In Saigon war von dieser verzweifelten Situation kaum etwas zu spüren. Wie auf einem Jahrmarkt wurden im Stadtzentrum sowjetische und chinesische Waffen aus dem Arsenal des nordvietnamesischen Gegners ausgestellt. Vor allem die Kinder amüsierten sich und spielten mit dem tödlichen Kriegsgerät. Diese harmlosen Bilder aus einer scheinbar zuversichtlich gestimmten Hauptstadt vermittelten einen gespenstisch falschen Eindruck. In Wirklichkeit ahnte die Masse der Vietnamesen, dass die Stunde der Niederlage nur noch eine Frage des nordvietnamesischen Timing war. Mit Angst und Sorge sahen die Südvietnamesen bereits einer spartanischen Zukunft unter der roten Flagge der kommunistischen Revolution entgegen. General Thieu, der Staatschef von Südvietnam, der hier mit seiner Frau dem katholischen Gottesdienst beiwohnt, machte sich keine Illusionen mehr. Dieser verschlossene Mann an der Spitze des südvietnamesischen Staates wusste seit Abschluss des Waffenstillstandes, dass die amerikanischen Verbündeten ihn im Stich gelassen hatten. Auch die einflussreiche katholische Minderheit, deren militantester Anhänger bereits nach der französischen Niederlage von 1954 aus Tonkin in die Umgebung Saigons geflüchtet waren, hatte ihre Begeisterung für die USA längst abgeschrieben. Sie machte Washington für das kommende Unheil verantwortlich. In diesem vierten und letzten Teil unserer Indochina-Serie befassen wir uns vor allem mit dem Konflikt zwischen Vietnam und der Volksrepublik China, zwischen dem kleinen und dem großen Drachen. Anfang dieses Monats bin ich in Vietnam gewesen und die Vietnamesen haben mich gleich an die Grenze, an die Front mit China bei Lang Son begleitet. Lang Son, das ist ein historischer Ort, wo schon Ende des 19. Jahrhunderts eine vorgeschobene französische Kolonialtruppe aufgerieben wurde durch die Massenheere des damaligen Mandschureiches. Meine Eindrücke von Vietnam waren dieses Mal positiv. Es war eine freudige Überraschung und ich möchte diese neue Situation gerne in einem späteren Film dann ausführlich schildern. Aber jetzt müssen wir zurückgehen auf das Jahr 1975, auf den März 75, das Ende des amerikanischen Krieges. Die Südvietnamesen waren auf sich allein gestellt und die Nordvietnamesen brachen mit ihren Panzern aus dem Hochland von Annam zur Küste nach Da Nang auf. Sie folgten dann der Küste fast ohne Kämpfe bis nach Saigon. Das Ende der Republik Südvietnam von Amerikas Gnaden war gekommen. Die Wiedervereinigung Vietnams kam in Gang. Das war der letzte Akt der
der amerikanischen Tragödie in Vietnam. Am 12. März 1975 schlugen die nordvietnamesischen Divisionen mit der gewohnten unwiderstehlichen Präzision zu. Sie überrannten bei Nacht die kleine Ortschaft Van My Thuot im Hochland von Annam. Die Schlacht dauerte nur ein paar Stunden. Dann geschah das Unvorstellbare. Die südvietnamesische Armee, die mehr als 1 Million Mann stark war, löste sich buchstäblich auf. Sie flüchtete in kopfloser Panik zur annamitischen Küste. Selbst die Eliteeinheiten, insbesondere die südvietnamesischen Marines, wurden von dieser Panik angesteckt. Präsident Thieu hatte wohl ein Rückzugsmanöver auf ein südliches Bollwerk vorgeschwebt, auf eine Verteidigungslinie vom Hafen Nha Trang bis in die Gegend von Thai Ninh in der Nähe der kambodschanischen Grenze. Aber eine solche Konsolidierung der Front war jetzt nicht mehr vorstellbar. In der großen Hafenstadt Da Nang kam es zu schrecklichen Szenen. Ein unendlicher Strom von Soldaten und Zivilisten versuchte, sich auf die Schiffe zu retten, die nach Süden ausliefen. Die kommunistischen Vorhuten standen bereits vor den Toren des Marine- und Luftstützpunktes Da Nang, der einmal die Drehscheibe der amerikanischen Strategie in Südostasien gewesen war. Bei der missglückten Evakuierung von Da Nang war jede Disziplin und Selbstachtung verloren gegangen. Die Soldaten warfen zivile Flüchtlinge über Bord, die die Bestechungsgelder nicht aufbringen konnten. Viele Frauen wurden von der Soldateska vergewaltigt. Aus der einst recht ansehnlichen südvietnamesischen Armee war eine Rotte verängstigter und brutaler Marodeure geworden. Die Zivilisten, die aus dem Norden nach Cochinchina gelangten, verbreiteten bei ihrer Ankunft Panik und Defätismus. Unterdessen rückten die siegesgewissen Nordvietnamesen kampflos und unter wehender Flagge nach Süden vor. Die Zivilbevölkerung machte gute Miene zum bösen Spiel. Sie versammelte sich zu straff organisierten Jubelkundgebungen. Die Südvietnamesen versuchten, ein Auskommen mit den neuen kommunistischen Herren zu finden. Sehr bald sollten sie merken, dass mit den roten Kommissaren nicht zu spaßen war. Über das vietnamesische Fernsehen gestand Präsident Thieu seine Niederlage ein. Er trat zurück und bezichtigte die Amerikaner der Doppelzüngigkeit und der Preisgabe eines treuen Alliierten. Die Bevölkerung von Saigon verharrte in stummer Passivität. Sie sah der Zukunft mit bangen Ahnungen entgegen. Jubel über den bevorstehenden kommunistischen Einmarsch kam nicht auf. Die Hoffnungen auf eine neutralistische Zwischenlösung unter General Duong Van Minh, Big Minh genannt, erwiesen sich schnell als Illusion. In den überwiegend katholischen Dörfern im Vorfeld von Saigon wurden letzte Abwehrpositionen bezogen. Es waren vor allem katholische Eliteeinheiten, die sich in dieser aussichtslosen Stunde noch einmal gegen den Sieg des Kommunismus aufbäumten. Bei den verbliebenen Amerikanern und ihren vietnamesischen Kollaborateuren hieß es jetzt: Rette sich, wer kann. Die Evakuierung der US-Bürger, to save American lives, war präzis vorgeplant worden. Sie vollzog sich dann allerdings unter chaotischen Umständen. Es kam zu beschämenden Szenen. Die Hubschrauber der 7. amerikanischen Flotte konnten nur einen Teil jener Vietnamesen auf die rettenden Schiffe bringen, die sich mit den Amerikanern zutiefst kompromittiert hatten und nun Schlimmstes von den Kommunisten zu befürchten hatten. Die amerikanische Räumung Saigons vollzog sich unter würdelosen Umständen. Zahllose Freunde der USA wurden einem unerbittlichen Gegner ausgeliefert. Am Morgen des 30. April war es soweit. Nordvietnamesische Panzer rollten durch die leeren Alleen von Saigon auf den verwaisten Präsidentensitz, den Dok Lap-Palast, zu. Sie durchbrachen die Gitter.
endlich nach 30 Jahren eines unsagbar verlustreichen und hartnäckigen Kampfes, wie ihn kaum ein anderes Volk der Welt bestanden hätte, waren die Gefährten Ho Chi Minhs am Ziel. Über der Herrschaftszentrale einer gescheiterten südvietnamesischen Republik von Amerikas Gnaden hissten die Bo Doi, die Dschungelkämpfer der nordvietnamesischen Revolutionsarmee, das siegreiche Banner mit dem gelben Stern der asiatischen Volkserhebung. Der Befehlshaber dieser Panzerspitze, Oberst Binh Tin, schildert die Stunde der Kapitulation und der Unterwerfung des neutralistischen General Minh. Miễn là các ông còn có tinh thần dân tộc thì các ông có thể coi cái ngày hôm nay ngày kết thúc chiến tranh, ngày chiến thắng là một ngày vui. Trong cuộc chiến tranh này đó thì người Việt Nam chúng ta thắng, còn thua là Đế quốc Mỹ. Szenenwechsel nach Kambodscha. Im Land der Khmer schlug am 17. April 75 die Stunde des Untergangs für das pro-amerikanische Regime. Die Roten Khmer, die die Hauptstadt Phnom Penh seit zwei Jahren eng umschlossen hielten, durchbrachen die letzten Sperren und rückten beinahe kampflos in das Zentrum dieser einst anmutigsten Stadt Ostasiens ein. Die Domino-Theorie, von der bereits Präsident Eisenhower geredet hatte, schien sich zu bewahrheiten. Mit der Machtergreifung der Roten Khmer triumphierte der Kommunismus nun im ganzen ehemals französischen Indochina. Schon am ersten Tag des Triumphes der Roten Khmer wurden sich die Kambodschaner der Gräuel und Schrecken bewusst, die ihnen nunmehr bevorstanden. Die Steinzeitkommunisten, so nannte man sie, die aus dem Urwald kamen, wollten einen völlig neuen kambodschanischen Menschen schaffen, losgelöst von jeder westlichen Kultur und jeder Urbanisierung. Sämtliche Städte Kambodschas, Phnom Penh an der Spitze, wurden von der Bevölkerung total geräumt. Selbst Todkranke mussten den Weg in die Reisfelder und Sümpfe antreten. Das unheimliche und blutrünstige Regime der Roten Khmer versuchte, auf den Schädeln und Skeletten von Hunderttausenden ihrer Landsleute die Utopie totaler Gleichheit und gesellschaftlichen Neubeginns zu verwirklichen. Von nun an herrschte in Kambodscha der nackte Horror, ein Entsetzen, dem selbst die bislang verbündeten Nordvietnamesen fassungslos gegenüberstanden. In Hanoi wurde die Eroberung Saigons und die faktische Einverleibung der Republik Südvietnam mit gewaltigen Feiern vor dem Mausoleum Ho Chi Minhs zelebriert. Aber im Politbüro keimten bereits neue Sorgen. Die regierende Troika von Hanoi, Ministerpräsident Pham Van Dong, Verteidigungsminister Won Hien Chiap Parteigeneralsekretär Le Xuan stellten mit Beklemmung fest, dass die Volksrepublik China sich in einer distanzierten, fast feindseligen Haltung gegenüber den vietnamesischen Kommunisten versteifte. Die Chinesen betrachteten sich als die Protektoren der Roten Khmer. Aus Peking kam die Warnung, dass die Vietnamesen in Kambodscha nichts zu suchen und zu sagen hätten. Aber was wogen schon diese Bedenken angesichts des ungeheuren Triumphgefühls? Nach 30 Jahren Krieg gegen die französische Kolonialmacht und gegen den amerikanischen Giganten war das Ziel der nationalen Einheit verwirklicht, das Testament Ho Chi Minhs vollstreckt. Die Hoffnungen des Oberst Binh Tin, die wir eben vernommen haben, haben sich leider nicht bewahrheitet. Mit den roten Kommissaren aus dem Norden ist nicht der Geist der Versöhnung nach Saigon, das jetzt Ho Chi Minh Stadt hieß, gekommen, sondern die Rachsucht. Es waren dogmatische Marxisten, die im Geiste des Stalinismus erzogen waren. Und sie waren zutiefst intolerant. Und jetzt offenbarte sich ein ganz eigenartiges Phänomen. Diese Armee des Nordens, die die großartigsten militärischen Siege gegen die Franzosen und gegen die Amerikaner errungen hatte, zeigte sich auf einmal unfähig, den Frieden und die Versöhnung zu bewältigen.
Die Nordvietnamesen hatten während des Krieges unter dem Bombenhagel 16.000 Kilometer Ho Chi Minh-Piste durch den Dschungel und durch die Felsen hindurch gebaut. Und bis auf den heutigen Tag ist im Norden die Straße zwischen Hanoi und dem Hafen Haiphong immer noch nicht richtig ausgebaut, ganz zu schweigen von der langen Strecke, die von Hanoi bis nach Saigon herunterführt. Man hat gesagt, die Vietnamesen, vor allem die des Nordens, seien eben Bauern, Soldaten und Beamte oder Funktionäre. Früher sagte man Mandarine, und ihnen gehe das Unternehmertum ab. Die Kaufleute waren ohnehin jene Chinesen Vietnams, die man seitdem vertrieben hat. Aber auf den glänzenden militärischen Sieg folgte jetzt ein wirtschaftliches Chaos im Zeichen eines streng ideologischen Marxismus-Leninismus. Und die Intoleranz im Süden war so groß, dass viele, sehr viele Vietnamesen auf die Boote flüchteten, um in den Westen zu kommen. Die Amerikaner hatten einmal befürchtet, dass das wiedervereinigte Vietnam und das von ihm beherrschte Indochina mit Laos und Kambodscha einen Domino-Effekt ausüben würde auf die umliegenden Staaten Südostasiens. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Das Armenhaus Vietnam und die dort herrschende Intoleranz wirkten abschreckend auf die Nachbarn. Wir sehen uns jetzt Bilder an, die wir im Jahre 1976, ein Jahr nach der Wiedervereinigung in Vietnam, gedreht haben. Das war wohl die düsterste und enttäuschendste Stunde. Bis auf den heutigen Tag ist Hanoi, die Hauptstadt des wiedervereinigten Vietnam, immer noch ein Erinnerungsstück der französischen Kolonialzeit geblieben. Als Folge des unerbittlichen Krieges und eines dogmatischen Sozialismus ist die Stadt jedoch verwahrlost und heruntergewirtschaftet. Die einst so prächtige Oper der Franzosen ist inzwischen notdürftig wiederhergerichtet worden. Im Sommer 1976, ein Jahr nach dem Krieg, erlebten wir dort ein ergreifendes Schauspiel. Ein Blinder und ein Beinamputierter musizierten vor dem tief bewegten Publikum. Wo einst die Crème der Kolonialadministration den Schauspielern der Comédie Française Beifall spendete, saßen die Kader und das Volk der Sozialistischen Republik Vietnam. Ein Orchester von Kriegsblinden spielte die Weise: Unsere Kraft ist nicht erschöpft. Die politische Führungsspitze, die hohe Nomenklatura aus Partei, Armee und Verwaltung, traf sich weiterhin zur Weihestunde am Heldenfriedhof von Hanoi. In den Dörfern am Roten Fluss ging das Leben weiter wie seit Jahrhunderten. Aber der Reis war knapper denn je. In der Hauptstadt sind die wichtigsten Lebensmittel bis auf den heutigen Tag rationiert. Die Einverleibung des fruchtbaren Südens, der unerschöpflichen Reisschale des Mekong-Deltas, hat der Stadt Hanoi nur geringe Linderung ihrer Nöte gebracht. Im Norden regierte der vietnamesische Kommunismus weiter im Zeichen bedürftiger Anspruchslosigkeit und puritanischer Strenge. Im wiedervereinigten Vietnam sind alle politischen Oppositionsgruppen ausgeschaltet worden. Neben der kommunistischen Partei behauptet sich lediglich die Gemeinschaft der vietnamesischen Katholiken. In ihren Kirchen und Kathedralen sammeln sich diese Gläubigen zum täglichen Gottesdienst. Nach einer Periode harter Bedrängnis ist das kommunistische Regime toleranter geworden und bemüht sich, diese standhafte religiöse Minderheit in die Nation zu integrieren. Die Staats- und Parteikarriere bleibt den Katholiken noch verschlossen. Auch diese Bilder stammen aus dem Sommer 1976. Die Stadt Saigon war umgetauft worden. Sie heißt heute Ho Chi Minh-Stadt.
Aber der Geist des alten Revolutionärs fand hier keine Heimat. Die spartanische Kriegergesellschaft des Nordens, die sich im Kampf so unglaublich bewährt hatte, war den Aufgaben des Friedens offenbar nicht gewachsen. In den ersten Nachkriegsjahren glaubten die kommunistischen Behörden, der latenten Opposition der Saigoner Bevölkerung durch massive Zwangsumsiedlungen in ländliche Gegenden beikommen zu können. Aber am Ende mussten sie einsehen, dass ihre sogenannten neuen Wirtschaftszonen zum Scheitern verurteilt waren. Dieses Experiment, das ohne ausreichende Mittel verfügt worden war, zerbrach an der unwirtlichen Natur und am passiven Widerstand der Saigoner. Die Erwachsenen der früheren Hauptstadt Saigon waren für den Marxismus offenbar nicht zu gewinnen. So versuchte man zumindest, die Jugend für die Ideale Ho Chi Minh zu begeistern. Für die Kinder wurden im früheren Präsidentenpalast von Saigon lärmende Propagandafeste veranstaltet. Das Hotel Continental, wo früher die Weltpresse ihren Treffpunkt hatte, war 1976 verwaist. Heute wird es wegen Überalterung abgebrochen. Besonders bedrückend wirkten damals jene Zentren der moralischen und politischen Umerziehung, die jedem Besucher vorgeführt wurden. Die früheren Prostituierten sollten in den Arbeitsprozess integriert werden. Die Kriegsweisen wurden zu strammen Vorkämpfern des Marxismus-Leninismus erzogen. Sogar die Drogensüchtigen klatschten im Rhythmus, wenn sie das Loblied zu Ehren Ho Chi Minhs anstimmten. Hunderttausende von südvietnamesischen Kriegsgefangenen, denen nichts vorzuwerfen war, Beamte des Saigoner Regimes, viele Intellektuelle waren in den ersten Nachkriegsjahren in Sammellager am Rande der großen Schilfebene eingewiesen worden. Diese Moorsoldaten des Kommunismus lebten dort unter härtesten Bedingungen. Heute sollen noch 8000 politische Häftlinge, meist hohe Offiziere, in sogenannten Umerziehungslagern festgehalten werden. Das weit verzweigte Delta des Mekong hat zu seinem uralten Lebensrhythmus zurückgefunden. Heute geht es den Südvietnamesen wesentlich besser als ihren Landsleuten im siegreichen, strengen Norden. Die leichtlebige Bevölkerung des Südens verharrt auch gegenüber den Eroberern aus Tonkin in einer störrischen Reserve, die ihnen niemand zugetraut hätte. Schon 1976 florierte in Ho Chi Minh-Stadt ein Schwarzmarkt, der sich zunächst aus amerikanischen Restbeständen und den Notverkäufen der enteigneten Bourgeoisie nährte. Seitdem haben die ins Ausland geflüchteten Vietnamesen mit Geschenksendungen für ihre Verwandten das Angebot beachtlich vermehrt. Auch der Schmuggel blüht. Selbst rote Funktionäre aus dem Norden wurden sehr bald in zwielichtige Geschäfte verwickelt. Die Bestechlichkeit hat den marxistischen Puritanismus aufgeweicht, wie im Politbüro von Hanoi kummervoll festgestellt wurde. Die Zwangsmethoden der kommunistischen Gleichschaltung, die unerträglichen Mangelerscheinungen der ersten Jahre nach der angeblichen Befreiung, haben Zehntausende von Vietnamesen bewogen, auf abenteuerlichen Wegen in den verlockenden Westen zu entkommen. Die Boat People, die bis auf den heutigen Tag auf winzigen Kuttern im südchinesischen Meer treiben, wurden zu einem weltweiten Begriff. Wir kommen jetzt zum dritten Indochina-Krieg, dem Konflikt zwischen Vietnam und China, der heute noch andauert.
Dieser Konflikt war unausweichlich geworden nach dem Tode Ho Chi Minhs, der stets auf Äquidistanz zu Moskau und zu Peking geachtet hatte. Das heißt, auf eine gleiche Nähe oder gleiche Entfernung zu den beiden großen kommunistischen Verbündeten. Fragwürdig wurde diese Politik, nachdem in den Augen der Vietnamesen zumindest Präsident Nixon und Mao Zedong miteinander fraternisiert hatten. Die vietnamesische Armee hat mich, wie gesagt, an die Nordgrenze, an die Front mit China bei Lang Son begleitet. Und dort, wo es ruhig war, erklärte mir ein vietnamesischer Oberst, dass in der benachbarten Provinz Hatuyen jede Woche etwa 1500 chinesische Granaten im Dschungel einschlagen. Ohne jede Wirkung übrigens. Aber so sagte mir der Oberst, dieses sei eben ein asiatischer Krieg, wo es nicht um einen eindeutigen Sieg gehe, sondern um die Erschöpfung, um die Ermattung des Gegners. Es gibt noch andere Reibungs- und Konfliktstoffe zwischen Vietnam und China außer der Nordgrenze und Kambodscha. Da sind zwei kleine Archipele im südchinesischen Meer. Die Paracel im Norden, die von den Chinesen besetzt sind, und die Spratly im Süden, wo sich die Vietnamesen installiert haben. Man vermutet in ihrem Umkreis Erdöl, und zwar offshore. Auf den chinesischen Karten ist dieses riesige Seegebiet, das fast bis Borneo reicht, als chinesisches Staatsgebiet eingezeichnet. Also ist dort ein Dauerkonflikt zu erwarten. Die wirkliche Feindschaft zwischen Vietnam und China hat sich an Kambodscha entzündet. Dort standen sehr bald die roten Khmer Pol Pots gegen die roten Nordvietnamesen. Es zeigte sich, dass der proletarische Internationalismus zur Farce wurde, wenn es sich um die uralte Feindschaft der Völker handelt. Und heute versucht Peking mit Hilfe des Kambodscha-Konfliktes einen Keil zu treiben zwischen Moskau und Hanoi. Aber jetzt wollen wir uns die Bilder ansehen des vietnamesischen Kambodscha-Feldzuges und vor allem auch der sogenannten Strafaktion der Chinesen aus dem Februar 1979. Der vietnamesische Feldzug gegen Kambodscha im Dezember 1978 glich einem militärischen Spaziergang. Die Horrorherrschaft der Roten Khmer hatte weite Provinzen dieses einst so lieblichen buddhistischen Landes in Killing Fields, in Felder des Todes verwandelt. Nach objektiven Schätzungen dürften 1 Million Kambodschaner das grässliche Experiment der Khmer Rouge mit dem Tode bezahlt haben. Nur ganz allmählich kehrten die Überlebenden ausgezehrt, krank und traumatisiert nach Phnom Penh und in die anderen Städte zurück. Die vietnamesischen Eroberer installierten eine ihnen genehme marxistische Regierung. Es wurden die üblichen Siegesparaden abgehalten. Für das Ausland wurde eine fadenscheinige Verbrüderung zwischen den uralten Erbfeinden Vietnam und Kambodscha inszeniert. Sehr bald gerieten die Vietnamesen in die Situation ihrer früheren Gegner. Sie mussten in Kambodscha als reguläre Armee eine Partisanenbewegung bekämpfen, die sich vor allem in den Grenzgebieten hartnäckig behauptete. Die herrlichen Tempelruinen von Angkor sind inzwischen von den Vietnamesen und ihren kambodschanischen Verbündeten freigekämpft worden. Dennoch bleibt Hanoi in einen endlosen Abnutzungskrieg verwickelt und wird vom Ausland zum Okkupanten eines fremden Landes gestempelt. Die Chinesen hatten diese Niederwerfung ihrer engen kambodschanischen Verbündeten als unerträgliche Provokation empfunden. Ihre Reaktion ließ nicht auf sich warten. Am 17. Februar 1979 holte die chinesische Volksbefreiungsarmee zu einer Großoffensive gegen Vietnam aus. Dieser Überraschungsangriff wurde in Peking als Strafaktion bezeichnet. Nach dem französischen und dem amerikanischen Indochina-Krieg trat dieser endlose Konflikt in seine dritte Phase. Thank you.
Das chinesische Oberkommando hat relativ bescheiden Ziele gesetzt. Es ging nicht darum, nach Hanoi und in das Landesinnere vorzustoßen, sondern, wenn möglich, eine große Zahl vietnamesischer Eliteverbände nahe der Grenze einzukesseln und zu vernichten. Nach schweren Verlusten und einigen Rückschlägen eroberten die Chinesen eine Reihe vietnamesischer Grenzstädte, insbesondere die Schlüsselstellung Lang Son, das Einfallstor nach Tonkin. Ein überzeugender strategischer Erfolg war das keineswegs. Die Volksbefreiungsarmee, im Geiste Mao Zedongs erzogen, war den Anforderungen eines modernen Feldzugs offenbar nicht gewachsen. Für Vietnam hatte dieser kurze Feldzug katastrophale Folgen. Die Verwüstungen trafen einen ausgemergelten Staat. Von nun an würde dieses erschöpfte und verarmte Land seine besten Divisionen stets an der äußersten Nordgrenze zur Verteidigung des Deltas des Roten Flusses und der Hauptstadt Hanoi gegen die Eventualität eines neuen Ansturms der chinesischen Massen in Bereitschaft halten müssen. Mit diesem Zwang zur permanenten Mobilisierung will die Volksrepublik China offenbar den einstigen Vasallen Vietnam auslaugen. Das Land, das zu Zeiten der Pekinger Kaiser befriedeter Süden hieß, wird vom alten Reich der Mitte in den Schraubstock genommen. Die chinesische Südprovinz Yunnan bleibt neben der Provinz Guangxi weiterhin Aufmarschgebiet der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Im Frühjahr 1979 hatten wir dort Gelegenheit, vietnamesische Kriegsgefangene zu besuchen, die in einer chinesischen Kaserne interniert waren. Trotz aller ideologischen Beeinflussung durch die chinesischen Kommissare waren bei diesen vietnamesischen Kriegsgefangenen der Trotz und der Nationalstolz in keiner Weise gebrochen. Vor unserer Kamera sangen sie das uns wohlvertraute Lied Vietnam Ho Chi Minh. Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam Ho Chi Minh. Nach 14-tägiger Kampagne brachen die Chinesen die Feindseligkeiten ab. Dann kehrten die Armeen Pekings in ihre Ausgangsstellungen zurück. Die asiatischen Siegesfeiern waren überschwänglich, wobei sich die Begeisterung im Stile einer Peking-Oper kundtat. Vietnam lebt nun wieder unter dem uralten Albtraum seiner 2000-jährigen Geschichte. An dem Gewicht des chinesischen Kolosses gemessen, waren die französischen Kolonialisten schwächliche Übergangsfiguren. Stellte das massive amerikanische Militärengagement nur eine kurze historische Episode dar. Das alte Reich der Mitte hingegen, die traditionelle Vormacht über ganz Südostasien, stützt sich auf mehr als 1 Milliarde Menschen, auf ungebrochene Dynamik, auf eine verheißungsvolle Wirtschaftsentwicklung. Der Schatten Chinas lastet wieder auf Vietnam. Rote Khmer im heutigen Kambodscha, ein Aspekt des dritten Indochina-Krieges. Wir haben diese Bilder 1980 in den Dschungeln Kambodschas gedreht. In der Provinz Siem Reap haben wir die anti-vietnamesische Guerilla aufgesucht.
Wir befanden uns bei den Kriegern der Apokalypse, den Überlebenden und Nachfolgern jener Roten Khmer, die einst Tod und Verwüstung über das eigene Land gebracht hatten. Heute stellen sie wieder den harten Kern einer anti-vietnamesischen Widerstandskoalition dar, an deren Spitze nominell der kluge und auf Ausgleich bedachte Prinz Sihanouk steht. Im geheimen Hauptquartier der Roten Khmer trafen wir Khieu Samphan wieder, der an diese Existenz in der Wildnis seit vielen Jahren gewöhnt war. Er hatte schon einmal im Jahre 1970 den bewaffneten Kampf gegen das damals pro-amerikanische Regime von Phnom Penh in ziemlich aussichtsloser Position begonnen. Die Uniformen der Roten Khmer haben chinesischen Zuschnitt. Auch die Waffen stammen aus der Volksrepublik. In den Dschungeln und Sümpfen Kambodschas liefern sich heute kambodschanische Partisanen und Vietnamesen einen Stellvertreterkrieg, dessen Ende nicht abzusehen ist. Ich weiß nicht, ob es die sowjetische Perestroika gewesen ist, die kommunistischen Führer Vietnams dazu bewegt hat, nach dem 6. Parteitag der Kommunistischen Partei eine Politik der Öffnung, der größeren Liberalität und der wirtschaftlichen Effizienz einzuleiten. Es sind wohl auch neue Generationen hochgekommen, eine neue Elite innerhalb der Kommunistischen Partei Vietnams. Vietnam ertrinkt heute nicht mehr im Heldentum. Die Armut des Landes ist noch groß, vor allem im Norden, wo die Lebensmittel rationiert bleiben und die Bevölkerung unzureichend ernährt ist. Aber im Süden, in Saigon, in Ho Chi Minh-Stadt, wo ich 1976 eine so tief verängstigte und deprimierte Bevölkerung vorgefunden hatte, dort findet geradezu eine Explosion der Vitalität statt. In Saigon lebt sich's auch besser heute als im Norden. Und die Löhne und Gehälter dort sind 10-mal höher als etwa in Hanoi. Allerdings gibt es auch keine rationierten Lebensmittel mehr. Die Jugend beherrscht alles. Diese Jugend, die mehr als 60% der Gesamtbevölkerung ausmacht. Und diese Jugend will keine Ideologie mehr. Sie will besser leben. Und sie will nach westlichen Modellen leben. Überall hört man westliche Rockmusik in Saigon am Abend. Und die Jugend versucht auch, sich westlich zu kleiden. Sie hat Selbstbewusstsein gewonnen gegenüber diesen strengen Männern aus dem Norden, auch wenn ihre Kampfmoral etwa im Kriege in Kambodscha, der ja andauert, schwächer geworden ist. Man hält jetzt Ausschau nach neuen Männern in der Parteiführung. Und als Hemmnis wirkt sich nicht nur Karl Marx aus, sondern auch der alte Konfuzius. Die ehrwürdigen Denkmäler der Revolution, die Mitglieder des Politbüros unter Ho Chi Minh, sie sind jetzt allmählich abgetreten. Aber es fiel diesen Männern natürlich schwer, die im Marxismus, Leninismus und im Puritanismus der wahren Lehre groß geworden sind, nun anzuerkennen, dass alles, wofür sie gefochten hatten, fragwürdig geworden ist. Während ich in Hanoi war, ist dort der amerikanische General Vesey im Auftrag Präsident Reagans eingetroffen. Offiziell sollte er nach den 1800 vermissten Amerikanern suchen. Aber es sind nicht nur die Gebeine von Amerikanern, die noch im Dschungel von Vietnam liegen. Es sind auch zahllose Vietnamesen und viele Franzosen, die nicht wiedergefunden wurden. Was noch verhandelt wurde mit General Vesey, ist nicht bekannt geworden. Aber eines ist sicher: Die Europäer leiden nicht unter dem Trauma eines verlorenen Krieges gegen Vietnam wie die Amerikaner. Für die Europäer besteht auch kein bleibender Grund, sich mit den Roten Khmer, die früher unter Pol Pot gedient haben, in Kambodscha zu solidarisieren. Die Europäer sollten endlich den Vietnamesen helfen, aus ihrer Isolation herauszukommen, sollen sie ermutigen. Denn wenn es ein Volk in der dritten Welt gibt, das unsere Hochachtung und unseren Beistand verdient, dann sind es die Vietnamesen. Am 15. Juli 1986 wurde Le Duan, der langjährige Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, zu Grabe getragen.
Das Begräbnis verlief nach Moskauer Vorbild. Der damalige Regierungschef Pham Van Dong und Truong Chinh, der damalige Staatschef der Sozialistischen Republik Vietnam, waren zugegen. Noch einmal war die uralte Garde Ho Chi Minhs angetreten, alle über 80 Jahre alt. Sie waren im Geiste des Komintern und einer unbeugsamen leninistischen Ideologie groß geworden. Mit Le Xuan wurde mehr zu Grabe getragen als ein greiser Kämpfer der Revolution. Der starre, unfruchtbare Dogmatismus musste auch im kommunistischen Vietnam einer pragmatischen Anpassung, einer Öffnung, einer Perestroika à la Vietnamienne weichen. Pham Van Dong, Truong Chinh und Le Duc Tho sind seitdem aus dem aktiven politischen Leben ausgeschieden. Im Dezember 1986 schickte Moskau Jegor Ligatschow, Sekretär des Zentralkomitees der KPDSU, nach Hanoi. Er war als Sprachrohr Gorbatschows gekommen. Ligatschow übte im Auftrag des Kreml heftige Kritik an den Unzulänglichkeiten und Schlampereien der vietnamesischen Wirtschaftspolitik. Immerhin wird die jährliche Hilfe der Sowjetunion für Hanoi auf 2 bis 3 Milliarden US-Dollar beziffert. Auf dem 6. Parteitag der KP Vietnams setzte sich der neue Generalsekretär Nguyen Van Linh für einen geschmeidigen Reformkurs und wirtschaftliche Auflockerung ein. Generalsekretär Linh gilt, obwohl auch er 71 Jahre alt ist, als Mann der Erneuerung und des pragmatischen Sozialismus. Er hatte die Kriegsjahre als hoher Partisanenführer im Süden verbracht. Bei seinem Vietnamaufenthalt war Ligatschow auch in das alte Saigon gereist. Um Kontinuität zu beweisen, überreichte er seinen vietnamesischen Genossen eine Büste Ho Chi Minhs. Der neue Generalsekretär Nguyen Van Linh stellte sich unterdessen der Presse und beantwortete in bislang ungewohnter Offenheit die Fragen der Journalisten. Auch Glasnost steht neuerdings auf dem Programm. Wie alle anderen Parteichefs der kommunistischen Welt hat Michail Gorbatschow im Mai 87 seinen vietnamesischen Kollegen im Kreml empfangen. Es ging um die Betonung eines bewährten Bündnisses, das in Peking auf heftigen Widerspruch stößt. Nguyen Van Linh weist alle Behauptungen über eine Lockerung der Beziehungen Hanois zu Moskau mit der Feststellung zurück, die russische Wirtschaftshilfe für Vietnam habe sich seit 1982 verdoppelt. Es ging bei dem Besuch im Kreml auch um Absprachen über eine Reformpolitik, wie sie im Zeichen der Perestroika heute den meisten kommunistischen Staaten vorschwebt. Zurück nach Hanoi. Die Geschichte Vietnams ist getragen von Tragik und Größe. Nirgendwo wird das deutlicher als am Mahnmal Ho Chi Minhs. Dort marschiert die Wache im russischen Stechschritt auf. Die Masse des kleinen Volkes steht stundenlang Schlange, um einen flüchtigen Blick auf den großen Toten zu werfen. Mag er im Süden auch umstritten bleiben, Ho Chi Minh war nicht nur ein kommunistischer Revolutionär. Er ist der Vater der vietnamesischen Nation.